seht, haben wir heute ein Kombi dabei. Und zwar handelt es sich um einen Ford Focus, in dem Fall die Baureihe MK3. Und genauer gesagt ist es ein Focus ST. Das Fahrzeug hat einen 4-Zylinder Turbomotor, verfügt über 250 PS und 360 Newtonmeter. Wir haben hier in dem Fahrzeug ein 6-Gang Handschaltgetriebe verbaut. Macht richtig, richtig Spaß. Ja, was gibt es groß zu sagen? Dieses Fahrzeug liegt so bei knapp um 40.000 Euro Anschaffungspreis. Finde ich, wenn man das jetzt mal mit einem Golf R oder Golf GTI Variant vergleicht, finde ich das mehr als fair. In dem Fall nehmen wir ein GTI. Finde ich mehr als fair. Für das Fahrzeug macht Spaß zu fahren. Aber es hat natürlich seine Gründe, warum der Kunde hier ist. Und es ist ganz einfach. Er weiß, dass mehr Leistung möglich ist. Und er hätte gern die VMAX-Aufhebung raus. Das war der Anlass, für den Kunde zu uns zu kommen. Und bei dem Auto ist es so, dass meistens das Fahrzeug so oder so nach oben streut. Das heißt, wir haben keine 250 PS und 360 Newtonmeter, sondern meistens haben wir ca. 10, 15, 20 PS und auch so viel Drehmoment an Mehrleistung. Ja? Möglich nachher nur mit Software sind so ca. 40 PS und 80 Newtonmeter. Im Schnitt, wenn man nachher summiert, dass er untenrum schon mehr Leistung hat, also Serie, kommt man dann meistens um die 300, meistens auch ein bisschen drüber. Ist völlig problemlos bei dem Auto. Das Einzige, was man ab und zu schauen muss, ist das Thema mit den Zündkerzen. Da hatten wir schon dreimal Probleme. Auch hier der Fall, habe ich jetzt vorsorglich die Zündkerzen getauscht. Das seht ihr im nächsten Video. Ich würde euch sagen, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Ich freue mich auf euch. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend und wir sehen uns, wie schon gesagt, im nächsten Video. Ciao.